Bonjour. Nous sommes à la leçon numéro 129, si je ne me trompe. Wenn ich mich nicht irre, sind wir bei der Lektion 129. Bonjour. Bienvenue. Ne? Willkommen. Les petits mots, die kleinen Wörter, die haben wir im Deutschen. Wann? Wo? Wohin? Wie viel? Wer? Wie lange? Was? Um wie viel Uhr? Gut, um wie viel Uhr ist nicht so klein, aber gut, das ist das gilt hier in diesem Video als kleines Wort. Und die haben wir auch auf Französisch und die sind super praktisch und darum geht es heute in diesem Video. Ah ja, bevor ich es vergesse, ich bin der Jean-Philippe de Wies. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Das sind kleine Floskeln. Ich freue mich auch sehr, wenn du meine Videos teilst, kommentierst. Wenn du Fragen hast, zögere nicht. Ich liebe nämlich Fragen. Und jetzt zur Arbeit, an die Arbeit. Also, erstes kleines Wort, nämlich wann? Quand? Ein Beispiel. Tu rentres quand? Wann kommst du heim? Ich sage nicht quand tu rentres, sondern tu rentres quand? Denn wenn ich quand tu rentres sage, klingt das wie immer wenn du zurückkommst und der Franzose wartet auf die Fortsetzung des Satzes. Aber wenn ich sage tu rentres quand, dann kein Zweifel, es ist eine Frage und die Frage ist jetzt abgeschlossen. Ja? Tu rentres quand? Und ich kann antworten, vers 10 heures, gegen 10 Uhr. Wohin? Wir haben nur ein Wort für wo und wohin, nämlich où. Also, tu vas où? Wörtlich, du gehst wohin? Du gehst wo? Tu vas où? Ich könnte auch sagen, où tu vas? Das Gleiche, genauso gut. Tu vas où? Und ich kann antworten, zu Christine, chez Christine. Aha, das Telefon klingelt. Niemand hebt ab. Jemand fragt im Hause, jemand fragt, qui a appelé? Wer hat angerufen? Qui a appelé? Und ganz antworten, je ne sais pas, ich weiß nicht. Oder auch, keine Ahnung, aucune idée, aucune idée. Wie viel? Wie viel hat das Auto gekostet? Combien? Est-ce que la voiture a coûté? Oder la voiture a coûté combien? La voiture a coûté combien? Und die Antwort, zum Beispiel, 23.000 Euro. 23.000 Euro. Ja gut, es geht. Für ein neues Auto, es geht einigermaßen. Wie viel? Also wie viel? Wie, combien? Jetzt, wie lange? Combien de temps? Ich könnte fragen. Ta formation a duré combien de temps? Deine Ausbildung hat gedauert wie viel von Zeit? Wörtlich, also wie lange hat deine Ausbildung gedauert? Noch einmal, ta formation a duré combien de temps? Und die Antwort könnte sein, trois ans, drei Jahre. Apropos, ich sage nicht trois années, ich sage trois ans. Es gibt eine Faustregel. Ich werde oft gefragt, wann soll man an und wann soll man année sagen? Ich gebe dir eine Faustregel. Man kann es anders erklären, aber diese Faustregel ist sehr praktisch. Du sagst einfach an, wenn vorne eine Zahl steht. Deux ans, dix ans, cinquante ans, trois mille ans. So, also drei Jahre, trois ans. Um wie viel Uhr kommt der Zug an? Le train arrive à quelle heure? Um wie viel Uhr, à quelle heure? Um Viertel nach fünf. À cinq heures et quart. Es gibt ein besonderes Video für die Uhrzeit, die ich vor ein paar Monaten gepostet habe. Und ein letztes kleines Wort, das mit Vorsicht zu genießen ist, denn es kann sehr schnell sehr unhöflich klingen. Das ist so. Was? Quoi? Was? Quoi? Sag lieber, wenn du etwas nicht verstanden hast, dann sag lieber, pardon? Das ist viel höflicher. Allez, à la prochaine fois. Merci de ton attention. Au revoir.